Hallo Kinder, ich bin's, die Susanna vom Askü Tirol. Und wer ist das? Das ist der Hopsi Hopper, mein spezieller Freund, gell Hopsi? Und wir schauen eigentlich immer, dass die Kinder so richtig fit sein in der Volksschule und im Kindergarten. Aber zurzeit müsst ihr ja alle daheim bleiben. Also haben wir uns gedacht, wir machen euch zu Hause fit. Und für das brauche ich jetzt nicht ein Hopsi, sondern ich brauche auch noch die Paula, meine Tochter. Wir machen heute ein Ballspiel. Und zwar eins, was man zu Hause spielen kann. Und zwar heißt das Spiel Ball an die Wand. Das ist ein Spiel, das habe ich als Kind schon gespielt. Und das ist mir jetzt wieder eingefallen. Und ich würde sagen, Paula, Legen wir los. leg mal los. Und zwar, das Lässige ist bei dem Ganzen, dass wir nur einen Ball brauchen und eine Wand. Bitte sucht euch eine Wand aus, damit nicht irgendwas kaputt geht in der Wohnung. Gell? Ich da zogen. Das Legen wir los. funktioniert jetzt einmal so. Als allererstes muss die Paula 10-mal den Ball ganz normal an die Wand spielen und wieder fangen. So, ich kann es leise mitzählen. Genau, es geht leise oder laut mitzählen. So, die Paula hat es geschafft. Das heißt, sie darf in die nächste Stufe. Das heißt, sie muss 9-mal an die Wand spielen und dabei. Was musst du machen, Paula? Jetzt muss ich werfen und immer, wenn ich den geworfen habe, einmal klatschen. Genau, einmal muss sie klatschen und auch wieder auffangen. Also so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neunmal an die Wand werfen und dazwischen klatschen, bevor man wieder fängt. Hopsi, was sagst du? Das hat sie gut gemacht. Bravo. Jetzt kommt das nächste. Jetzt die nächste Übung wird 8-mal gemacht. Das heißt, 8-mal den Ball an die Wand schmeißen und zwischendurch einmal vor dem Körper und hinter dem Körper klatschen. Genau. Den Abstand zur Wand, den müsst ihr so wählen, dass ihr den Ball dann auch wirklich fangen könnt. Und das Ganze 8-mal. Sehr gut. Schon wieder geschafft. Beim nächsten Mal geht es weiter mit 7. Was ist bei der 7, Bei Paula? 7, Achtung, dass hinter eigentlich nichts ist. Genau. Also, du wirst hin, machst hin und machst einen großen Armkreis. Einen großen Armkreis, aber wirklich nicht schummeln. Gell? Nicht gleich so einen halben oder so, sondern richtig schier was. Wie weit hast du denn schon? Wie weit bist du, Paula? Bei 5. Sechs. Eingeknickt. Genau. Wir glauben jetzt einmal, dass das 7 war. Sehr gut. So, wir zählen abwärts und kommen jetzt zu der 6. Bei der 6, da wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, Paula. Was müssen wir da Also, machen? jetzt kommt das linke Bein runter, dann nehme ich den Ball, rutscht an die Wand und unter dem linken Haxen durch. Genau, unterm linken Haxen unten durchschmeißen und wieder fangen. Das ist jetzt schon gar nicht so einfach. Mit der Zeit geht es noch schon, genau. Und bei der 5 ist Ich eigentlich fast das Gleiche. Genau, Paula. Da müssen wir mit dem rechten Bein arbeiten. Du musst das rechte Bein fest aufklemmen. Sehr, das gefällt den Hopsi und mir ganz gut. Bravo. Überhaupt ist es das so, dass die Übungen, die wir jetzt machen, die sind auch ganz gut geeignet, wenn ihr jetzt Festschulübungen daheim machen müsst. Du kannst da zwischendurch einmal aufstehen, sucht sich keine Wand, nehmt sich keinen Ball, bitte keinen Fußball, weil sonst könnten da Schaden sein. Und dann probiert es aus. Und wenn ihr euch danach wieder hinhockt, gell, Hopsi, wir sind uns ganz sicher, dass das dann nachher mit dem Lernen, mit dem Konzentrieren viel besser wird. Ich bin Zeuge und ich sage, das geht wirklich gut. Ehrlich, Paula, das Ja. gefällt mir. Habt ihr es gehört? Gut. Paula, jetzt müssen wir gleich überlegen, wo sind wir? Weiter geht's mit der 4. Bist du sicher? Ja. 6, das hat schon was gebracht beim Konzentrieren. Genau, bei der 4, was haben wir da für eine Übung? Man nutzt die Wand und dann die Hände überkreuzen. Überkreuz vor dem Körper. 4-mal, das ist schon vorbei. Sehr gut. Gar nicht so schwer. Gar nicht so schwer, Schwer vielleicht. genau. Bei der 3, da wird es jetzt auch nochmal ein bisschen schwierig. Paula, was müssen wir da Du machen? nimmst, du wirfst jetzt wieder eine Hand und dann fangst du wieder mit der Hand Mit zu. einer Hand, ja. Sucht
sucht euch die Lieblingshand aus, wenn das gut geht. Dann nehmt ihr mal auch die andere her. Probier's einmal aus. Dreimal. Perfekt. Super. Jetzt sind wir schon bei der 2. Und bei der 2 muss der Hopsi jetzt was holen. Und zwar eine Augenbinde oder ein Tuch oder irgendwas, wo man der Paula die Augen verbinden kann. Weil den muss ich jetzt. Wo die Wand ist. Paula, Fahrrad, jetzt stellen wir dich hin, jetzt tue ich mal Abstand messen, genau. Und den muss jetzt zweimal an die Wand schmeißen und blind wieder fangen. Schau, ob du das schaffst. Hui! Genau. Das ist schwer. Paula, du hast schon zweimal. Sehr gut. Okay, du darfst wieder annehmen, die Binde. Das hat sie gut gemacht. Und jetzt sind wir schon beim Finale. Einmal an die Wand schmeißen und sich um sich selbst herumdrehen. Zeig einmal her. Bravo, geschafft. So, Paula, ich komm her. Ich könnte auch daheim andere Übungen ausprobieren, wenn ich den beherrscht habe. Wie zum Beispiel an die Wand mit Fuß oder mit der Stirn oh, oder je. Andere Sachen. Ihr seht schon, die Paula ist eine Fußballerin, der fallen natürlich solche Sachen ein. Aber wie gesagt, passt allem auf, dass ja nichts kaputt geht in der Wohnung und dass du keine Schaden machst. Gell? Vor allem ist wichtig, was nehmen wir für einen Ball? Was haben wir denn daheim? Paula, was habt ihr denn da auf Lager? Wenn jetzt zum Beispiel gibt es da noch so Wasserbälle. Wasserball. Dann, wenn, desto kleiner, desto schwerer natürlich. Du lernst noch so einen kleinen Wasserball. Tennisball, wer daheim hat, dann gibt es nur die halt so Jonglierbälle. Genau. Und ganz schwer ist natürlich dann auch mit einem Flummi. Hui, mit einem Flummi. Alles ist möglich. Lasst euch was einfallen. Wir glauben, ihr schafft es. Und vor allem glauben wir, dass ihr es ganz gut schafft, dass ihr daheim bleibt und gesund bleibt. Gell, Paula? Das wünschen wir uns für euch. Und bis bald. Ich hoffe, es kommt wieder mal bei uns vorbei. Sagt die Susi, die Susanna, der Hopsi und die Paula. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.